ist ein Freistoß. Nah am Tor, aus vielversprechender Position. Und jetzt kommt der Freistoß. Castro. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Ja, das gibt einen Eckball. Einwurf jetzt. Lacazette. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Mit etwas Glück hat er den Ball gesehen. Aber drankommen konnte er nicht. Nee, niemals. Also da bräuchte er Sprungfedern in den Fußballschuhen. Da geht nichts. Suarez. Castro. Ja, da hat er auf Freistoß entschieden, sofort, ohne zu überlegen. Boah, da hat nicht viel gefehlt bei den Freistoßfangen. Zentimeter, Zentimeter. Lacazette. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Und wer kann sich schon erlauben, eine solche Chance auszulassen? Das hätte die Führung sein können. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Lacazette. Toll gemacht. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Das im Schuss und er ist drin. Ob sie da wohl geistig schon beim Pausentee waren, der ja meistens Pausenmineralwasser ist? Ja, das wirkt zumindest so, als hätten sie schon abgeschaltet. Und wenn der Gegner dann noch wach ist, dann passiert's. Und das ist mit sehr viel Gefühl, das ist intelligent gemacht, ins untere Eck geschlänzt. Suarez, voller Einsatz gegen den Mann. Er sucht Luis Suarez. 1:0, knappe Führung, beide Mannschaften können noch was draus machen. Ja, das ist ja so eine Sache. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte, die zweite Halbzeit beginnt. Ein Schuss aus einer Wahnsinnsdistanz, ganz knapp vorbei, das wär's gewesen. Suarez. Schiedsrichter legt sich fest, es gibt Freistoß. David Luiz. Zweikampf um den Ballbesitz. Was für eine Blutgrätsche. Aber was für ein schöner Sprung über die Beine des Gegners. Vergebens gegrätscht, mein Lieber. Das ist peripheres Sehen. Den hat er im Augenwinkel kommen sehen und lässt ihn dann wunderbar ins Leere grätschen. Das ist klasse gemacht mit Augen.
grandiose Attacke und das wird belohnt mit Ballbesitz. Suarez. Sofort abgezogen und klasse gehalten und festgehalten. Suarez. Castro. Er ist selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Jetzt schießt er und Eckball. Können die da was draus machen? Nimmt ihn mit dem Kopf. Wieder Ecke. Donalon. Suarez. Jetzt könnte es gefährlich werden. Castro. Die Kugel trifft zuerst den Torwart und findet dann den Weg ins Netz. Ein solches Kopfballtor, das siehst du auch nicht alle Tage. Guck dir das an. Unfassbare Technik. Klasse. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Ja, das ist einfach super gemacht. Genau gesehen, wo die Kugel hinkommt, im richtigen Moment hochgestiegen, genau platziert, ein Traumtor. Lacazette. Suarez. Castro. Ja, es gibt Einwurf. Balleroberung im Mittelfeld. Suarez. Und jetzt geht's aber zur Sache. Da staubt's richtig. Castro. Er sucht Luis Suarez. Und jetzt. Warum springt er jetzt? Weil er Angst hat oder weil er schlau ist? Castro. Suarez. Castro. Jetzt greift er ihn an. Und das ist das Tor. Und damit haben sie die Führung. Dafür bin ich entstanden. Was für ein Tor. Überragend und vor allem die Vorarbeit habe ich selten gesehen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen.
Das war schwach gemacht. Es gibt Einwurf. Bitte rein! Das Bällchen ist noch heiß. Die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Ganz sicher. Es muss Einwurf geben. Klare Sache, Einwurf. Das muss man nicht loben, das ist Standard. Das unterschreibe ich. Beide Mannschaften können die Partie noch für sich entscheiden, aber viel Zeit haben sie nicht mehr. So macht das richtig, er kämpft und hat den Ball. Castro. Breites Tor und dann so weit daneben. Jetzt wird es prickelnd. Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Das könnte jetzt auch wirklich die Schlüsselphase für die Heimmannschaft. Absolut, das könnte den Ausgang des Spiels entscheiden. Und die Frage ist, behalten Sie die Nerven, kommen Sie noch mal. Suarez. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Und es gibt sie doch noch, die letzte Chance, um zum Ausgleich zu kommen. Der Schiedsrichter tut das, was er immer tut. Er pfeift, und zwar die Partie ab. Und da kommt die Sprechchöre. Finale, Finale, riesengroßer Jubel. Ja, jetzt müssen Sie diesen einen entscheidenden Schritt noch gehen, Manni. Dann ist es geschafft.